Halli, hallo, Hallöchen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im ersten Semester ist das Video über meine Noten voll gut angekommen. Ihr fand es voll interessant zu sehen, wie sich das unterscheidet zu anderen Studiengängen, zu der Schule, zu was auch immer. Und wahrscheinlich interessieren auch viele einfach nur, was ich so für Noten schreibe. Ich habe das letzte Semester nicht gemacht, weil ich nur eine Klausur hatte und eine Hausarbeit. Und das Hausarbeitsergebnis kommt eh immer erst Jahre quasi, nachdem man sie abgegeben hat. Deswegen hat sich das nicht so richtig gelohnt. Jetzt, heute, eben vor 10 Minuten, habe ich aber mein letztes Prüfungsergebnis fürs 10. Ich bin so aufgeregt. Fürs dritte Semester bekommen und ein paar mehr habe ich jetzt geschrieben. Und da wollte ich euch jetzt ein bisschen mit durchnehmen und auch ja wieder ein bisschen so über die Noten reden, wie das alles so läuft. Ich denke, das wird ein interessantes Video. Ich werde mal wieder die Notenskala einblenden. Das habe ich schon im ersten Semester gemacht. Die Noten sind halt ein bisschen anders. Also einmal gibt es halt nicht 1,0, 1,7 oder so, sondern 18 Punkte. Und es ist irgendwie Tradition von Professoren, Professorinnen, dass sie die hohen Punkte nicht vergeben. Ich werde euch auch zu den jeweiligen Prüfungen einfach mal den Durchschnitt und so sagen und sagen, wie viele so ungefähr durchgefallen sind, einfach um, ja, um euch so ein bisschen Gefühl dafür zu geben, wie das Ganze so abläuft. Die Notenskala blende ich auch einfach immer mal wieder ein, damit ihr einen Überblick habt, wo wir gerade sind. What else? Ach ja, um meinen Aufwand einzuschätzen. Ihr wisst, ihr seht ja auf meinem Channel, was ich so mache. Ihr seht, dass ich gerade mir momentan ziemlich viel Mühe gebe, viel zu leben, also meine Hobbys zu haben und die auch nicht zu vernachlässigen. Und dass ich versuche, auch wirklich meine Unternehmen gut hinzubekommen. Ich habe zwei Mitarbeiterinnen, ich habe den Made for More Club, mein YouTube-Channel, Instagram und all diese tollen, super Sachen, sodass ich nicht Vollzeit studiere in dem Sinne, dass das mein Hauptfokus ist, sondern ich habe auch noch viele andere Sachen nebenher laufen. Das sage ich halt einfach nur, damit ihr ungefähr einschätzen könnt, was denn für Noten im Studium rauskommen. Weil ich vertrete absolut die Meinung und ich weiß, dass man überall hört, Jura ist so schwer und man fällt nur durch und das Staatsexamen ist so schwer und so. Das finde ich halt nicht und selbst wenn man nebenher arbeitet und Hobbys hat und so, solange man einfach richtig lernt, denke ich, ist es kein Problem, durch dieses Studium zu kommen. Man muss sich halt erstmal reinfinden. Also seid da auch nicht hart mit euch, wenn ihr was nicht besteht oder so. Man muss reinkommen, man muss sich öffnen für diese Art zu lernen. Ja, jetzt will ich aber auch gar nicht lange drum rumreden. Wir fangen an mit Strafrecht. Das war meine erste Strafrechtsklausur und faktisch gesehen war das so ein bisschen Stoff von 1,5 Jahren. Wir haben Strafrecht im ersten Semester bekommen und jetzt im dritten Semester die Klausur dazu geschrieben. Und der Stoff war halt, mussten wir halt alles wissen von den letzten 1,5 Jahren. Wir haben mit unserer AG-Leiterin, die hat eine Probeklausur angeboten. Das war ganz cool, die habe ich dann auch mitgeschrieben. Die war jetzt nicht sonderlich schwierig, muss ich sagen. Also sie war schon mehr so einfaches Anforderungsniveau und über die Note habe ich mich so gefreut. Also so gefreut, das könnte ich nicht vorstellen. Da hatte ich halt 11 Punkte. Da war ich so happy, wirklich. Ja, aber da habe ich halt auch keinen Vergleich, was die anderen haben. Das war auch wirklich nur so ein Probedurchlauf, wurde auch nicht von einem offiziellen Korrektor oder so, sondern es war wirklich nur intern von unserer Arbeitsgemeinschaft. Und dann die richtige Klausur. Es ging um Mord, es ging um Mittäterschaft, es ging mehrere haben zusammen agiert, es ging um Totschlag, es ging um unterlassene, ich glaube, was war das? Totschlag durch Unterlassen. Ich habe mein Votum leider noch nicht, also wo drin steht, was genau ich alles falsch gemacht habe. Aber ich habe die Note und das sind 12 Punkte. Oh, ich habe einfach 12 Punkte geschrieben. Ihr könnt euch nicht vorstellen, hier nochmal die Notenskala, wie krass ich ausgerastet bin. 12 Punkte und vor allen Dingen Schnitt. Es gibt keine 18, keine 17, keine 16, keine 15. Und dann gibt es vereinzelt, aber auf jeden Fall weniger als 10, 14 und 13. Und dann gibt es ein paar 12er, wo ich dann schon bin. Und der Durchschnitt sind 6 Punkte. Oh. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie happy ich war über diese Klausur. Bei der Klausur hatte ich auch schon das beste Gefühl. Aber ich bin nicht ganz fertig geworden. Und das ist sowieso so schwierig, immer fertig zu werden. Also ich habe eine Sache noch nicht mehr geschafft zu prüfen. Das war leider so das Problem. Aber 12 Punkte, ich weiß auch gar nicht, ob in dem Votum dann steht, es kann ja wirklich sein, dass ich alles im Prinzip richtig habe, nur dass diese eine Sache, die ich nicht mehr geschafft habe, dass das vielleicht der Fehler war, weil anders kann ich mir die 12 Punkte nicht erklären. Ihr seht die Freude auf meinem Gesicht.
Also das ist der Wahnsinn. Bin ich so glücklich drüber. So glücklich. Was ich dieses Semester auch anders gemacht habe, ist, dass ich wirklich noch ein bisschen anders gelernt habe. Ihr seht das so vereinzelt in meinen Klausurvorbereitungsvideos. Und vor allen Dingen habe ich in diesem Semester eine Lerngruppe gehabt. Das hatte ich im keinen Semester davor. Wir haben halt zusammen immer Fälle geübt. Wir haben die ausformuliert. Wir haben das alles gemacht. Und das hat mich wirklich so weitergebracht, weil es nur online ist. Also da wir nicht vor Ort irgendwie was haben, ist es halt schwierig, sich auszutauschen, darüber zu reden und so. Und sobald man halt Leute hat, mit denen man sich dann darüber austauscht, mit denen man darüber redet, ist es halt einfach nur genial. Übrigens, wenn ihr mich weiterverfolgen wollt auf meiner Reise durch dieses Studium und überhaupt vielleicht mein Gesicht einmal die Woche sehen wollt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mich abonniert und ein Like da lasst oder so, oder hier einen Daumen nach oben. Okay, kommen wir zur nächsten Klausur. Das war so das zweitbeste Gefühl, was ich hatte. Das schlechteste Gefühl kommt gleich auch noch. Das war Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht. Das war ein Fach, das wir dieses Semester zum ersten Mal hatten. Ich habe euch ja durch die Klausurenwoche mitgenommen und habe euch auch gezeigt oder auch gesagt, was in den Klausuren jeweils so dran gekommen ist. Also wer sich dafür noch mehr interessiert, kann sich das gerne auch nochmal anschauen. In der habe ich 8 Punkte geschrieben. Da war ich auch sehr glücklich, sehr froh drüber. Also habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. Schnitt war 6 Punkte wieder. Es gab wieder keine 18, keine 17, keine 16, keine 15. So wie in der Skala, dass die Noten auch nicht mehr betitelt wurden. Dann gab es halt vereinzelt 14, 13, 12, 11. Naja, ich hatte 8, also war ich ganz froh. Durchgefallen sind, ich glaube, 80 Leute. Ja, von 388. Also ist ganz okay, ist nicht extrem hoch die Durchfallquote. Ich kann das auch nicht einschätzen. I don't know. Also viele haben so geschrieben, dass so bei so technischen Studiengängen manchmal die Durchfallquote 80% ist oder so. Ja. Also da war ich zufrieden. Aber ich habe halt zu den beiden habe ich auch noch kein Votum. Also da weiß ich noch nicht, was ich falsch gemacht habe. Dann kommen wir zu der dritten Klausur. Das war die größte. Also das war nicht nur über 1,5 Jahre der Stoff, sondern auch nicht nur von einem Fach, sondern von 3. Und das war, also die Stoffmenge war halt riesig. Und vor der hatte ich auch am meisten Angst. Und es war die erste. Da war ich noch am durcheinandersten. Ich bin auch nicht fertig geworden. Und ich habe fast zu spät abgegeben. Das war ein Riesenstress. Und in der habe ich 6 geschrieben. Also noch okay. Im Durchschnitt, genau. Also waren wieder 6 Punkte der Durchschnitt. Und in der Klausur gab es sogar 3x16, 2x15, 2x14. Drüber gab es nicht, aber ja, crazy. Also ziemlich gut, dass es zumindest auch ein paar in den oberen Bereichen gibt. Das Blöde ist halt immer, dass wir so ein riesiger Studiengang sind, dass nicht dieselbe Person alles korrigiert und mit dem einen Maßstab, sondern die haben dann, keine Ahnung, 20 Leute, die das korrigieren. Und die, ja, das sind halt auch keine Professoren, sondern das sind wissenschaftliche Mitarbeiter. Und das ist so ein bisschen schwierig, weil das sind halt, manchmal haben die andere Maßstäbe einfach. Also manche vergeben gern die höheren Punkte, manche nicht. Und das ist dann immer so ein bisschen unfair untereinander. Naja, egal. Aber darüber habe ich mich sehr gefreut. Gerade weil das Semester davor, das erste Online-Semester, was wir hatten, das lief nicht so gut. Weil da hatten wir dann plötzlich keine Zoom-AGs, gar keinen Austausch. Ich hatte mit niemandem irgendwie Austausch, mit niemandem gelernt und gar nichts. Und da bin ich gerade so durch die Klausur gekommen mit 4 Punkten. Das war, also das Semester lief gar nicht gut. Und das habe ich halt alles geändert dieses Semester, indem ich mir diesen Wochenplan gemacht habe, mit meiner Lerngruppe gelernt habe und so. Das war dann auf jeden Fall besser. In der Hausarbeit letztes Semester, die kam dann ja auch später, hatte ich 7 Punkte. Das war auch ganz okay. Ich weiß gar nicht, ob ich da einen Durchschnitt habe. Ich glaube, da war der Durchschnitt ziemlich gut. Da war ich unterm Durchschnitt. Da, ihr wisst ja, Hausarbeiten habe ich auch nicht so viel Zeit und Energie reingesteckt, wie man vielleicht sollte. Aber gut, Bestand ist bestanden und 7 ist super. Also, ja, das waren dann so die ganzen Noten. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas hatte. Ein Hausarbeitsergebnis ist jetzt noch offen und dann habe ich das Grundstudium bestanden. Also dann habe ich meine Zwischenprüfung und dann geht es weiter mit dem Hauptstudium. Das ist quasi so die erste Flagge, die man hissen kann im Jurastudium, wo man ja die Basics hat. Jetzt wird es viel spezieller mit den einzelnen Rechtsgebieten und dann geht es in den Schwerpunkt, das Schwerpunktstudium, und dann geht es ins Examen. Also mal schauen. Aber ich bin einfach nur sehr froh,
dass ich das gut balanciert habe, dass das so gut geklappt hat mit meiner Lerngruppe. Und ich bin sehr zufrieden mit meinen Ergebnissen, dass ich nebenher auch noch genug gelebt habe und es trotzdem einigermaßen hinbekommen habe, gut ausbalancierte Noten zu bekommen. Das freut mich sehr, auch wenn es halt für manche ein bisschen deprimierend scheint. Also wenn man halt in der Schule eine 1 hatte, die 1 im Studium ist, also zumindest in unserem Studiengang, ist wirklich nicht vergleichbar mit einer 1 in der Schule. Ihr seht ja, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass von unseren 400 Leuten wirklich keiner dabei ist, der wirklich eine geniale Klausur geschrieben hat, dass die auch eine 1 wert ist, wisst ihr. Aber die Professoren sagen halt, sie vergeben nur diese hohen Punktzahlen, wenn der Student mehr wusste als der Professor. Und das ist, also abgesehen davon, dass das irgendwie eine arg unfaire Bewertungsmaßstab ist, ist es halt schwierig zu erreichen, wisst ihr. Und dazu kommt halt immer, dass die Korrektoren auf Zeit korrigieren. Also die kriegen immer pro korrigierte Klausur kriegen sie wohl Geld und nicht pro Stunde. Das bedeutet, sie versuchen so viele Klausuren wie möglich in einer gewissen Zeit halt fertig zu kriegen, damit sie mehr Geld kriegen. Und dementsprechend, ja, wenn sie halt dann 8 Klausuren auf dem Stapel haben und in der 8. genau dasselbe Argument steht wie in den 7 davor, dann sind sie da vielleicht strenger als oben bei denen, wo sie es zum ersten Mal gelesen haben. Ja, fandet ihr das interessant? Hat euch das irgendwie interessiert? Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das Video fandet, meine Noten, ob ihr das ganze Thema überhaupt interessant findet. Und ansonsten freue ich mich über ein Abonnement von euch und wenn ihr mich weiter auf meinem Weg verfolgt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, morgen, whatever. Wir sehen uns im nächsten Video. Bye!